Willkommen zurück zu Skyrim. Läuft hier noch eine dritte Person herum? So, das müssen wir mal starten. Weil es muss. Ach so. Sieben schon wieder. Hallo, ich bin Gisli, aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle machen das. Ja, ja. Also sie läuft hier immer herum. Okay. Schauen wir mal. Auch sie bilden sich hier fleißig. So, ein paar Geschirre. Gucken wir mal hier unten. Aber ich glaube auch nicht, dass hier was sonst ist. Hier sind nur ihre Vorratssachen. Ist ja gut. Ich guck nur. Ah, schön. Nimbus. Alles schön, ordentlich. Ja, ja, ja. Ich gehe ja schon wieder rauf. Ist ja gut. Aber ich gehe ganz nach oben. So. Aha, hier ist ein Ehebett. Hübsch. Hallo. Habt ihr hier? Nö, okay. Nix von Wert. Ganz schöner Größenunterschied, hm? Willkommen am Nabel der Welt. Oder zumindest der Welt meines Bruders Erikur. Ist ja gut. Taucht die einfach so auf. So. Aha. Nö, nö. Fremd. So, okay. Was haben wir hier Feines? Hallo. Ah, hier ist wohl das Büro. Ja, ja, ich gehe ja schon. Entschuldigung. Ich bin nur neugierig. So, wieder runter. So. Gut. Dann können wir auch wieder aus dem Laden raus. Boing. 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 Hallo, ich bin Gisli. Aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle machen das. Ein paar Flaschen Würzwein dürften genau das Richtige sein. Ein paar Münzen für einen Veteran. Natürlich. Und ich bin mir sicher, dass es hauptsächlich zeremoniellen Zwecken dient. Wie ihr wisst, gibt es viele Wege, die Göttlichen zu verehren. Trinkt Würzwein und die Kälte muss draußen bleiben. Haltet die Kälte fern mit unserem Würzwein. Kann ich da rein? Hättet ihr vielleicht eine Tomate für einen Priester der Göttlichen übrig? Wenn ich etwas gesegneter wäre, könnte ich meine Waren vielleicht verschenken. Da dem nicht so ist, müsst ihr leider bezahlen, Rorlund. Holt euch euer Obst und Gemüse hier! Täglich fangfrisch! Trinkt Würzwein und die Kälte muss draußen bleiben. Haltet die Kälte fern mit unserem Würzwein. Eimer erkennen. So. Frischer so ist Fisch. Eine Angel. Frischer Fisch. Äpfel, Tomaten. Würzwein, Lauch der Geschmack von Heim und Herd. Frisch und reif. Ja, ihr habt hier schon drei Stände. So. Wir haben den besten Fisch. Täglich fangfrisch. Trinkt Würzwein Holt und die Kälte muss draußen und Gemüse bleiben. Hier. Haltet die Kälte fern mit unserem Würzwein. So, hallo. Na? Ihr habt nicht zufällig ein paar Minuten, um zum Hafen zu laufen? Was braucht ihr vom Dock? Das, was ihr hier seht. Okay. Zutaten, Salz, okay. So, was braucht ihr von den Docks?
Eine Ladung Gewürze wird von der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft aufgehalten. Jemand muss sie überreden, sie freizugeben. Frischer Fisch, direkt aus dem Fjord. Frisch vom Schiff. Dürfte kein Problem sein. Großartig. Kommt zurück, wenn ihr alles erledigt habt, um eure Belohnung für die Mühe zu erhalten. Ja. Wird euer Gewürzwein nach einer geheimen Rezeptur hergestellt? Ja, nach einem geheimen Familienrezept. Das einzig Gute, was mein Vater Octief jemals getan hat. Er ist so gut, dass niemand in Himmelsrand auch nur versucht, ihn herzustellen. Aha, so, so. Wie läuft das Geschäft? Es reicht aus. Ich bin ehrlich gesagt angewiesen auf die Verkäufe während der Verbrennung von König Olaf. Und dieses Fest findet dieses Jahr wahrscheinlich nicht statt. Was ist die Verbrennung von König Olaf? Ein jährlich von den Barden ausgerichtetes großes Fest. Dabei wird König Olaf als Puppe verbrannt. Das ist immer ein ziemlicher Spaß. Bei den Barden gibt es während des Festes Würzwein. Also kommt immer eine große Bestellung. Noch Wochen später ist die Nachfrage so groß, dass ich kaum hinterherkomme. Aber nach dem Tode des Großkönigs Torik gilt das Fest als geschmacklos. Dieses Jahr wird es also wohl nicht stattfinden. Okay, danke schön. Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um in Himmelsrand unterwegs zu sein. Als hoher Priester der acht Göttlichen heiße ich euch willkommen. Aha, hallo. Ich bin gerade leider mit Botengängen beschäftigt. Ja. Kommt mich doch später im Tempel der Göttlichen besuchen. Ja. So, hallo. Ihr seht aus, als könntet ihr einen reifen Apfel gebrauchen. Oder eine Tomate? Ein Kohl? Oder einen Lauch? Habt ihr keine Probleme, hier reiche Ware zu bekommen? Ich weiß mir zu helfen, aber es ist in diesen Tagen nicht gerade einfach. Die Schwarzbluträuber plündern seit geraumer Zeit die Schiffe vor der Küste. Durch die Dummheiten dieser Banditen wurden schon viele verletzt. Aha. Hier kommen bestimmt interessante Leute vorbei, hm? Oh ja, es ist noch gar nicht lange her, da hat hier ein Bote aus Drachenbrücke Halt gemacht, war auf dem Weg zum Blauen Palast. Er war sehr nervös, sagte, er brauche Hilfe. No, Klatsch und Tratsch, danke schön, werte Dame. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wie ihr euer Geld ausgeben wollt. Möget ihr gesegnet sein. Ja, musst du dich denn ständig hinter mich stellen? Hallo, na? Hier gibt es reichlich frischen Fisch für euch. Wo fangt ihr die Fische? Unten am Hafen. Es gibt ein paar gute Stellen, wenn man den Arbeitern der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft und diesen Gaunern der Roten Woge aus dem Weg geht. Das ist nicht fair. Ihr wisst doch, dass mir hier nie so richtig warm wird. Wisst ihr, wie ich mich jedes Jahr auf die Verbrennung von König Olaf freue? Bloß ihr und eure Tochter wart bei der Hinrichtung. Svari, ja. Es war hart für sie. Sie vermisst ihren Onkel. Ich habe zu erklären versucht, dass Rokvi etwas Schlimmes getan hat und jeder für seine Aktion verantwortlich ist, aber ein Kind fühlt da anders. Jo, danke schön. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wie ich hörte, bewerfen euch die Leute mit Tomaten, wenn ihr singt. Früchte, frisch vom Schiff. Die frischeste Ware in ganz Himmelsrand. Ja? Frischer Fisch. Dekan Inge sagt, ein Barde kann niemals genug Übung bekommen. Also, möchtet ihr ein Lied hören? Was macht ihr hier in der Gegend? Ich bin Barde von der Bardenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Aha, okay, danke. Aber ich glaube. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, okay. Sonst will nie jemand mit mir reden. No, armes Mädchen. So, und hier die Kinder laufen ständig. Wir haben den besten Fisch. Täglich fangfrisch. Hin und her. Früchte. Frisch vom Schiff. Der Geschmack die frischeste Ware in ganz Himmelsrand. So, was haben wir hier? Hallo. Wer da? Ziel Himmelsrand. Frischer Fisch. Frischer Fisch. Ach so, unten höchstwahrscheinlich. Trink so. Die Kälte muss ausbleiben.
Hallo. Haltet die Kälte fern mit unserem Okay. Oh. Äpfel, Tomaten. Was haben wir denn hier? Wo kommen wir denn hier hin? Schloss Elend. Kaiserturm. Da gehen wir besser noch nicht hin. Sonst werden wir noch festgenommen wegen unerlaubten Eindringen in das Schloss. Weil da gibt es bestimmt einen Haupteingang. Haha. So, den kenne ich natürlich. So. So. Da haben wir alles. Dann können wir hier noch mal rauflaufen. Wie wäre es mit einem Lied im Austausch für etwas Obst? So. Ups. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Was haben wir hier? Ah, Pfeilmacher. Gut, da gehen wir dann später rein. So, hallo. Wir haben den besten Fisch. Täglich Fangfisch. Juhu. Na? Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Aber womit kann ich euch dienen? Stellt ihr Rüstungen für die Kaiserlichen her? Zu etwas anderem habe ich momentan auch kaum Zeit. Die Männer, die hier in Einsamkeit trainieren, und die Truppen, die im Einsatz sind, alle brauchen sie Waffen und Rüstungen. Aber damit erzähle ich euch gewiss nichts Neues. Ihr seid dem Kaiserreich also ziemlich verbunden? Ehrlich gesagt, nein. Aber Großkönig Torik unterstützte sie. Und nun hat Lady Elisif sich ebenfalls auf ihre Seite gestellt. Man könnte sagen, dass ich im Herzen ein Königstreuer bin. Das muss wohl jetzt Jarltreuer heißen. Meine Loyalität gilt Einsamkeit. Wohin Jarl Elisif uns auch führt, ich folge ihr. Okay. Habt ihr darüber nachgedacht, euch in den Kampf zu stürzen? Zu etwas anderem habe ich momentan auch kaum Zeit. Die Männer, die... Aber damit erzähle ich euch gewiss nichts Neues. Man könnte... Meine Loyalität gilt Einsamkeit. Wohin Jarl Elisif uns auch führt, ich folge ihr. Ja. Und jetzt nochmal. Habt ihr darüber nachgedacht, euch in den Kampf zu stürzen? Würde ich wohl. Wenn da nicht mein Sohn wäre. Und meine Frau. Oh, Saima würde mir ans Leder gehen, sollte ich auch nur andeuten, den Fuß auf ein Schlachtfeld setzen zu wollen. Ihr haltet Sturmmäntel und kaiserliche Soldaten für gefährlich? Oh, deine Frau ist also schlimmer als die, ja? Okay, danke schön. Oder was habt ihr zu verkaufen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, klar. So, haben wir denn irgendwas? Da wollen wir ja den Zauber lernen. Da haben wir alles. Bekleidung. Da können wir das verkaufen. Sonst behalten wir alles Sonstiges. Da haben wir auch weiter nichts. Gut, das war's dann erstmal. Dankeschön. Tschüss. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Ja. Meine Schmiede macht niemals Pause. Oh, 24 Stunden lang geöffnet? Ha, das glaube ich wohl nicht. Auch du musst irgendwann mal schlafen. So. Was haben wir hier? Ach, hier geht's in die Schmiede selber rein. Okay. Und ach so, hier ist wohl. Da gehen wir später hin. Ein paar Gäste der anstehenden Hochzeit haben Bestellungen abgegeben. Es dürfte ein ziemliches Spektakel geben. Schön inmitten des Krieges auch ein paar schöne Momente Äpfel, zu finden. Tomaten, wie Toria glüht und ja förmlich. Frisch und reif!
Trinkt Würzwein und die Kälte muss draußen bleiben. So, okay. Wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.